Tief in den Schatten des ersten Zeitalters von Mittelerde erhob sich eine Kreatur, deren Name allein das Blut in den Adern der freien Völker gefrieren ließ. Gothmog, der Herr der Balrogs. Ein Diener der Finsternis, dessen Feuerpeitsche und schwarze Axt so manche legendären Helden zu Fall brachte. Doch wer war dieser gefürchtete Krieger wirklich? Wie gelang es ihm, den Hochkönig der Noldor niederzuschrecken, den Schöpfer der Silmaril zu vernichten und die Mauern der größten Elbenstadt zu brechen? Ein Wesen, dessen Zorn die Welt in Flammen aufgehen ließ, dessen Namen in den dunkelsten Kapiteln von Mittelerde eingegraben steht. Doch die Geschichte von Gothmog ist nicht nur eine Geschichte des Schreckens. Sie ist eine Geschichte von Macht, Verrat und unausweichlichen Untergang. Heute werfen wir einen Blick in das Herz der Dunkelheit und enthüllen die wahre Legende hinter dem Herrn der Balrogs. Bereit für eine Reise ins Unbekannte? Dann klicke abonnieren und begleite uns auf dieser. Gothmog ist der mächtigste der Balrogs, jener dämonischen Feuerwesen, die einst als Maia, als Diener der Valar, ins Leben gerufen wurden. Doch während die meisten Maia den Schöpfungsplänen von Eru Iluvatar folgten, wählte Gothmog einen dunklen Weg. Gemeinsam mit vielen anderen Maia fiel er unter den Einfluss des mächtigen Morgoth, dem ursprünglichen dunklen Herrscher von Arda. In das Silmarillion wird erzählt, wie Gothmog Morgoth als Kriegsherr und oberster Leutnant diente. Sein Name bedeutet Schlag des Schreckens, und das war er wahrlich. Er führte die Balrogs, eine Legion von gefallenen Maia, die sich in brennende Dämonen verwandelten, an. In Tolkiens Briefen wird klar, dass Gothmog mehr war als ein einfaches Monster. Er war ein militärisches Genie und eine mächtige Persönlichkeit in Morgoths Armee. Sein vielleicht bekanntester Moment ist die Ermordung von Feanor, dem Erschaffer der legendären Silmaril. Im Jahr 1498 des ersten Zeitalters, während des Dagor Nu'in-Giliath, der Schlacht unter den Sternen, wagte sich Feanor mit nur einer kleinen Schar tapferer Elben in die Nähe von Morgoths Festung Angband. Die Balrogs, die Feuerdämonen, brachen aus ihren dunklen Verliesen hervor und an ihrer Spitze stand niemand Geringeres als Gothmog, der Herr der Balrogs. Feanor, der große Schöpfer der Silmaril, kämpfte sich sogar bis in Sichtweite der düsteren Mauern Angbands vor. Doch in einem tödlichen Hinterhalt, umringt von seinen Feinden, wurde er bald von allen seinen Begleitern getrennt. Allein, aber unerschrocken, stellte er sich den Balrogs entgegen. Lange kämpfte er alleine gegen diese feurigen Schrecken. Doch am Ende war es Gothmog selbst, der Feanor zu Boden streckte und ihm die tödliche Wunde zufügte, die das Leben des Hochkönigs der Noldor beendete. Seine Söhne bargen den sterbenden König, aber Feanor erlag schließlich seinen Wunden. Doch dies sollte nicht das letzte Mal sein, dass Gothmog auf dem Schlachtfeld Angst und Tod verbreitete. In späteren Jahren führte er Morgoths Streitkräfte als General in mehrere große Konflikte, darunter der Dagor Aglaré und die schicksalhafte Nirnaed Anuedat, die Schlacht der ungezählten Tränen. In dieser grausamen Schlacht stellte sich Gothmog erneut einem Hochkönig der Nolgor, Fingon. Mit brutaler Strategie trennte Gothmog Fingon von seinem Hauptheer und ein erbarmungsloses Duell stellte sich heraus. Doch es war nicht Gothmog alleine, der Fingon zu Fall brachte. Ein weiterer Balrog, Lungurtin, erschien plötzlich hinter dem König und warf einen Ring aus Stahl um ihn. In dieser Falle war Fingon machtlos und Gothmog vollendete sein Werk. Er tötete den Noldor-König und zerschmetterte seinen Leichnam zu Staub. Aber Gothmogs Grausamkeit endete auch nicht dort. Nachdem er Fingon getötet hatte, nahm er den edlen Húrin gefangen, den Vater von Túrin Turambar, und schleppte ihn in die dunklen Tiefen von Angband. Eine Tat, die das Schicksal vieler weiterer Helden besiegeln sollte. Im Jahr 510 des ersten Zeitalters belagerte Gothmog und die Streitkräfte von Angband die legendäre verborgene Stadt Gondolin. Nach Jahren der Unentdecktheit hatte Morgoth endlich den Standort dieser Stadt enthüllt und seine Armeen marschierten erbarmungslos durch die nördlichen Tore. An der Spitze dieser unaufhaltsamen Welle aus Schatten und Feuer stand Gothmog, der Herr der Balrogs. Doch in den dunklen Stunden der Belagerung stellte sich ihm ein Held entgegen.
Ecthelion vom Brunnen, einer der tapfersten Krieger Gondolins. In einem epischen Duell standen sich der flammenumwobene Balrog-Fürst und der Elbenkrieger gegenüber. Gothmog, voller Wut und Zerstörungskraft, schlug Ecthelion das Schwert aus der Hand und bereitete sich darauf vor, ihm mit seiner Axt den Todesstoß zu versetzen. Doch Ecthelion ließ sich nicht so leicht besiegen. In einem verzweifelten Akt des Mutes rannte er auf Gothmog zu und rammte die Spitze seines Helms tief in die Brust des Balrogs. Das war der Moment, in dem die Schlacht eine unerwartete Wendung nahm. Mit vereinten Kräften stürzten beide in den königlichen Brunnen. Das Wasser, das für die Bewohner Gondolins lebenswichtig war, löschte die brennenden Flammen des mächtigen Balrog-Fürsten. Gothmog, der so viele Leben ausgelöscht hatte, ertrank zusammen mit Ecthelion in den kalten Tiefen des Brunnens. Durch diesen heroischen Opfergang endete der schreckliche Einfluss Gothmogs und die Schlacht um Gondolin fand ihren tragischen Abschluss. Gothmog war ein Symbol für die finstere Macht, die Morgoth in Mittelerde ausübte. Er verkörperte Zerstörung und Unterwerfung, ein Diener des Chaos, der die Hoffnung der freien Völker immer wieder bedrohte. In Tolkiens Schriften wird klar, dass Gothmog mehr war als ein Diener. Er war eine Figur von Macht und Einfluss, deren Taten die Geschichte des ersten Zeitalters mit Blut und Feuer schrieben. Nach dem Fall Morgoths und dem Ende des ersten Zeitalters verschwanden die Balrogs und mit ihnen der Name Gothmog. Einige entkamen in die tiefsten Höhlen der Welt, wo sie auf die Rückkehr dunkler Zeiten warten. Die Balrogs waren Wesen großer Macht, aber nach der Zerstörung von Angband und dem Untergang von Morgoths Reich hatten sie keinen Ort mehr, an dem sie sich offen zeigen konnten. Sie zogen sich in die tiefsten Höhlen und Spalten unter der Erde zurück, um sich vor den Valar und den freien Völkern Mittelerdes zu verbergen. In diesen dunklen Tiefen konnten sie ungestört weiter existieren, ohne von den Elben oder Menschen verfolgt zu werden. Doch einer von ihnen, vielleicht ein Nachfolger Gothmogs oder einer seiner letzten Vertrauten, sollte Jahrtausende später erneut in den Minen von Moria erwachen und erneut Schrecken in die Herzen der Sterblichen bringen. Dieser wird auch Durins Fluch genannt und wir haben euch ein Video zu diesem Balrog hier hochgeladen. Gothmog, der Herr der Balrogs. Eine Gestalt der Legenden, ein Wesen der Dunkelheit, dessen Name bis heute in den Geschichten Mittelerdes widerhallt. Die Lore von Tolkien ist reich an solch mystifizierten Wesen. Auch der Hexenkönig von Angmar könnte ein nächstes Thema sein, wenn ihr das wünscht. Oder wünscht ihr euch gar ein komplett neues Thema? Lasst es uns wissen. Wir hoffen, du hast das Video genossen. Lass jetzt dein Abo da und erlebe noch mehr unfassbare Geschichten mit uns. Bis dahin, bleib bei Sinnen und verfall wie immer nicht dem Wahnsinn. Peace.